Hey, kleine Elektrodrachen sind mit den Verbesserungen aus dem letzten Update noch um einiges stärker geworden. So stark, dass ihr noch nicht mal wirklich gut ausgebaute Ausrüstung braucht. Und genau das schauen wir uns heute an mit den Angriffen von Julian, denn der zeigt uns heute das Ganze, wie es erstens mit nicht komplett ausgebauten Ausrüstungen aussieht und natürlich, wie er allgemein Dörfer angeht. Das heißt, es ist das erste Dorf. Ausrüstung kurz angeschaut. Ihr seht, Level 15, Level 9, also nicht wirklich so das höchste Level. Königin sieht schon ein bisschen besser aus. Dort hat er auf jeden Fall das Max-Level für die Heilerpuppe, ist auf jeden Fall hilfreich. Natürlich auch den Frostfall recht hoch. Auf den Wächer, Level 15, Level 13. Auch nicht so krass, was die Ärzte angeht. Und Gladiatoren, die neue Kombination. Hier Level 10 und Level 15. Also ihr seht auf jeden Fall nicht die höchsten Level der Ausrüstungen. Man braucht die auf jeden Fall auch nicht auf den höchsten Leveln, wenn es darum geht, hier mit 3 Sternen zu bekommen. Und das auch gegen sehr solide ausgebaute Dörfer. Ihr seht hier, das erste Dorf wird komplett hops genommen. Einer der größten Tricks dabei ist es auf jeden Fall, die Helden möglichst weit entfernt von der Klamburg zu platzieren. Wir sehen hier, Klamburg relativ weit im Zentrum. Und deswegen hat die Helden komplett auf der oberen Seite gesetzt, die möglichst weit entfernt von eben der Klamburg sind. Durch den Frostpfeil kommt hier kaum Schaden wieder zurück auf die Elektrodrachen. König wird jetzt oben wieder zugesetzt, hat er verzögert. Und ihr seht jetzt hier durch die Heiler, die Königin kann einfach keinen Schaden bekommen. Das nächste, was ich extrem gut finde, ist, normalerweise in dieser Armee habt ihr keine Mauerbrecher. Das heißt, natürlich, ihr könnt auch den Vampirschnurrbart zum Beispiel nehmen, mit der epischen Ausrüstung, die jetzt inzwischen beim Händler ist. Könnt ihr auch machen. Ich muss eigentlich sagen, persönlicher Favorit, nachdem ich die Angriffe von Julian sehe, sind auf jeden Fall die Erdbebenschuhe. Ich würde auf jeden Fall die Erdbebenschuhe zu 110% hier empfehlen. Denn es gibt euch einfach die Möglichkeit, hinten raus vor allem an Sachen ranzukommen in eurer Königin, die ihr ansonsten nicht erreichen würdet. So zum Beispiel die Erdbebenschuhe hier genutzt und dadurch kommt er hier an das Streukatapult ran und allgemein eben auch weiter in das Dorf rein. Dass die Gladiatorin oder eher gesagt die Königin in diesem Fall nicht wirklich stirbt mit den Heilern, ist an sich selbstverständlich. Denn das heißt, ihr habt hinten raus noch weitere Zauber und so weiter und so fort. Was nutzt er ansonsten von den Zaubern? Denn dort nutzt er auch ein, zwei Zauber, die etwas untypisch sind. Erstens den Unsichtbarkeitszauber und zweitens den Skelettzauber. Der Unsichtbarkeitszauber ist hier dafür da, falls eure Königin mal zu viel Schaden kassiert. Denn wir denken dran, mit dieser Ausrüstungskombination, ihr habt nicht die Sicherheit der Unsichtbarkeitsflasche. Die kann man natürlich nehmen, ist allerdings eben am Ende eine starke Abschwächung eurer Königin. Ihr habt mit dieser Kombination die Sicherheit der Heiler, das heißt eine langfristig konstante Lebensregeneration für die Königin. Und zusätzlich habt ihr den Schaden eben des Frostfalls. Und deswegen ist diese Kombination so gut. Das einzige Problem ist, wenn eure Königin zu viel Schaden gerät, deswegen nutzt ihr dann eben notfalls unsichtbar, Frostzauber und so weiter und so fort. Aber wir machen direkt weiter. Weiter geht's mit dem nächsten Dorf, was das hier angreift. Auch hier wieder natürlich gehen wir die Basics an. Das heißt, Klamburg sehen wir auf jeden Fall diesmal auf der Rathausseite. Das heißt, dort auf jeden Fall nicht die Helden. Was aber viel wichtiger ist, sind die Luftfeger hier nochmal. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein nerviges Luftfeger-Setup, was komplett die untere Seite hier abdeckt. Was er jetzt allerdings stattdessen macht, ist, er geht einfach ins Rathaus, weil beide Luftfeger zeigen ja davon weg. Früher war es allerdings so, dass der Rathausgift erstens stärker war und zweitens hat der eben so viel Schaden ausgeteilt. Wir reden nicht über die Explosion selber, sondern über den Gifteffekt danach. Der allerdings inzwischen kann komplett gecountert werden durch die Heilaura. Das heißt, deswegen nutzt ihr eben diese Heilaura auf dem Wächter. Das heißt, sobald die Rathausbombe hochgeht, nutzt ihr die Wächterfähigkeit und ihr seht, die Elektrodrachen regenerieren hier ihre Trefferpunkte, obwohl sie im Gift des Rathauses drinstehen und damit verlassen sie den Rathausbereich mit nahezu vollem Leben. Das heißt, man hat diese Möglichkeit, durch das Rathaus zu gehen, mehrfach verbessert, indem man einerseits den Rathausgift selber schwächer gemacht hat, aber auch vor allem eben diese Heilaura für den Wächter hinzugefügt hat mit den letzten Updates. Wir sehen, das Zentrum wird hier nach und nach rausgenommen, auch wenn die Elektrodrachen hier aktuell ordentlich im Zentrum leiden, muss man auf jeden Fall sagen. Und jetzt eine weitere Möglichkeit mit dem Erdbeben, Handschuhe des Königs, sehen wir wieder. Kommt er hier oder kann er für die Königin so öffnen, dass ihr direkt reingeht? Unten wäre eine Lücke gewesen, aber ob die da wirklich reingeht, ist am Ende noch eine ganz, ganz andere Frage. So kommt sie mit an alles ran, kann hier mit durchgehen. Frost, Skelettzauber hinten raus. Vor allem der Skelettzauber kann euch echt den Allerwertesten retten, wenn es darum geht, Single Inferno-Türme, Monolith, aber auch Helden komplett auszulocken oder eher gesagt, komplett abzudenken, sodass eure Helden da durchgehen können. Gladiatorin macht ihren Job absolut fabulös mit den neuen Ausrüstungen, obwohl sie nicht komplett auf der höchsten Stufe sind, ist das schon sehr, sehr viel, was man hier machen kann. Die Synergie zwischen dem Fuchs und natürlich der Gladiatorin auf Rathaus 16 ist einfach, ja, unangefochten. Es ist einfach absolut verrückt.
Fähigkeit. Und damit, wie ein absoluter Düsenjet, nimmt die Gleitung den Rest des Dorfs raus. Und damit die nächsten 3 Sterne wieder von Julian. Schauen wir uns das nächste Dorf an. Und das Coole bei Elektrodrachen ist auf jeden Fall, dass man auch recht kreativ sein kann. Was ich häufig auf jeden Fall immer unterschätze. Aber man kann als Angreifer echt kreativ sein. Hier zum Beispiel das Rathaus relativ weit in der Ecke. Die meisten würden jetzt sagen, okay, das ist ein bisschen problematisch. Rathaus ferne Seite, boah, ob das Rathaus hinten rausfällt, ist immer so ein bisschen die Frage. Was Julian jetzt hier allerdings sieht, ist, dass er über das Rathaus den Monolith rausblitzen kann. Und genau das tut er hier auch. Und damit hat er schon mal super viel am Anfang bekommen. Der nächste Blitz nimmt die Luftabwehr raus. Und damit schaue ich das an. Der komplette obere Teil des Dorfes ist raus. Finito, futsch, einfach zerstört mit nur 2 Elektrodrachen. Und einer davon geht sogar jetzt noch in seinen Haupt-Elektrodrachen-Push hier rein. Wächterfähigkeit genutzt, um die Ballons schön in Sendung reinzubekommen. Die Elektrodrachen, die bereits Schaden kassiert haben am Anfang, werden wieder hochregeneriert. Und König, Königin außen mit dazu, wann immer er in das Dorf reinkommen möchte und muss, kann er die Erdbebenfähigkeit des Königs benutzen. Diese Strategie hat einfach so viel Synergien und so unfassbar stark. Und was halt eben das Coole ist, es ist nicht so krass basierend auf einem Queen Charge, wo ihr eben die Ausrüstungen bestmöglichst super auf einem hohen Level haben könnt. Nein, hier sind normalerweise die Helden zwar immer noch stark, aber die Hauptbestandteile oder Hauptspieler in diesem Angriff sind auf jeden Fall die Elektrodrachen selber, die so viel Power haben und die Helden hinten raus können aufräumen. Königfähigkeit, weiter geht's hier durch. Heiler werden beschworen. Das heißt, wenn die Fähigkeit der Königin benutzt, bekommt ihr 2 Dinge. Erstens ein ganz bisschen wenig Trefferpunkte wieder zurück. Und zweitens beschwört ihr die Heiler. Und das könnt ihr hier wunderbar machen. Das Weiteres, was er hier macht, was ihr auf jeden Fall gerade seht, ist, er sehr, sehr flexibel, wenn es um die Belagmaschinen geht. Er benutzt den Slammer manchmal. Er benutzt den Zeppelin bei Rathaus, wenn es zentral ist. Das sehen wir gleich nochmal. Und er kann auch hinten raus, um noch mehr Mauern zu öffnen, einfach den Bohrer benutzen, um noch besser einfach für seine Helden hinten raus zu öffnen. Weil das ist das Einzige, wie es manchmal hinten raus schief gehen kann. Wenn seine Königin, aber auch der König eben nicht in das Dorf reinkommen und dort eben Sachen am Ende stehen bleiben. Und ihr seht, loggerfloggig sind jetzt hier wieder 3 Sterne, weil die Königin einfach durch die ganzen offenen Mauern einfach hinterherlaufen kann. Heiler haben hier einen wunderbaren Job gemacht. Nach und nach kassieren noch ein paar schwarze Minen, aber zu diesem Zeitpunkt ist es bereits vollkommen egal, weil das Dorf ist schon längst weg. Die ganzen Ballons, die hier rauskommen, können jetzt noch mit den Frostmites hier den restlichen Verteilung rausbekommen. Königin kommt wieder an alles dran und damit haben wir die nächsten 3 Sterne hier von Julian. Ich kann es nur jedem empfehlen, natürlich der Link ist dazu unten in der Videobeschreibung, aber ich habe euch bereits gesagt, wir schauen uns nochmal ein zentrales Rathaus an und wie das Ganze denn dort aussieht. Denn wenn das Rathaus komplett im Zentrum ist, wie jetzt zum Beispiel bei dem Kollegen hier, dann geht es am Ende darum, das Rathaus natürlich schnellstmöglich und möglichst effizient rauszubekommen, denn einerseits umgeht man den Rathausgift, aber man nimmt auch viele der möglichen Fallen auf dem Weg mit. Das heißt, was Julian hier macht, ist, er geht mit dem Zeppelin einmal zack, Richtung Zentrum damit fliegen. Und natürlich mit der Wächterfähigkeit kombinieren. Genauso muss es sein. Und jetzt fliegt die Belagerungsmaschine komplett querfeld ein. Hat bereits 2 schwarze Minen ausgelöst. Löst jedoch den Giftzauber aus. Löst noch rote Minen auf und so weiter und so fort. Und damit fällt das Rathaus am Ende. Der Frostzauber, genial. Nutzt nicht den Frost auf Luftfeger und Rathaus, weil das Rathaus ja nicht aktiviert ist. Sondern stellt es auf den Adler und den Luftfeger. Super genial gemacht. Und ihr seht, die Elektrodrachen verteilen sich jetzt so nach und nach ein wenig. Aber der Schaden ist bereits getan, denn das Zentrum ist komplett draußen. Die Helden können außen mit rum. Und jetzt auch wieder der nächste Punkt, weswegen ich persönlich der große Fan der Erdbebenschuhe bin. Schau euch das an. Er nutzt die Erdbebenfähigkeit perfekt hier aus, sodass seine Königin eben an alles rankommt. Ohne diese Fähigkeit wäre die Königin hier wahrscheinlich stuck gewesen. Sie würde nicht weiterkommen. Sie würde hier in diesem Compartment, sie wäre hier reingelaufen, weil die Ecke, wobei sie wäre nicht reingelaufen. Das heißt, es wäre noch schlimmer gewesen, weil sie wäre in die X-Bühne nicht rausgekommen und so weiter und so fort. Und damit nur die Gladiatoren alleine hätte hier im Zentrum nicht alles geschafft. Wir sehen es auf jeden Fall, die so hier schon auf jeden Fall sehr, sehr stark am Struggeln. Aber mit eben der Unterstützung der Königin, die hier mit reinkommt, aufgrund der Erdbebenschuhe, sind es am Ende auch hier natürlich wieder 3 Sterne. Von daher probiert es sehr, sehr gerne selber aus, was für euch besser funktioniert. Das Coole an den Erdbebenschuhen ist auf jeden Fall, ihr braucht sie nicht auf einem hohen Level. Sie funktionieren bereits theoretisch auf Level 1 und öffnen die Mauern. Das heißt, ihren Grundjob, die Fähigkeit funktioniert bereits auf Level 1. Und ansonsten wären natürlich nur die Zahlen höher. Das heißt, die Trefferpunkte oder allgemein eben die hellen Boost-Stats, die werden am Ende noch verbessert. Aber ansonsten, die Fähigkeit funktioniert bereits schon wunderbar auf Level 1, wie sie auch schon später funktioniert. Und das ist halt eben die Mauern zu öffnen. Von daher, das ist sehr, sehr geil, dass viele dieser Ausrüstung eben bereits auf einem unteren Level funktioniert. Von daher, falls ihr aktuell sagt, Itzu, ich bin im Free-to-Play unterwegs, ich habe nicht so viele Erze, um wirklich alles andauernd zu leveln und so, dann probiert sehr, sehr gerne diese Strategie aus, denn, wie bereits ihr hier auch wunderbar seht,
Er hat auf dem Account, glaube ich, ein bisschen höhere Level. Lass mal schauen. Level 15, Level 10. Hier, wie sieht es hier aus? Level 15, Level 14. Hier hat er 2018 auch wieder. Und hier hat er 10 und 15. Ja, probiert es sehr, sehr gerne selber aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Riesengroßes Dankeschön, Julian, fürs Zeigen der Strategie, fürs Zeigen der Angriffe. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch auch weiterhilft, falls ihr, was die Erzproduktion angeht, ein bisschen hinterherhängt. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Haut rein und natürlich tschö, tschö.